wie ein Ei zum Osterei wird. Die grosse Stadt Alexandria liegt am Mittelmeer im Land Ägypten. Vor langer Zeit, zur Zeit der Römer, ist sie eine wichtige Stadt. Sie hat einen grossen Hafen und einen riesigen Leuchtturm. Viele reiche Kaufleute leben hier. Kaufleute sind Leute, die Sachen verkaufen, kaufen und wieder verkaufen. Auch die Katharina lebt in Alexandria. Ihr Vater war ein reicher Händler. Weil ihre Eltern tot sind, leitet jetzt Katharina das Geschäft. Sie ist eine gescheite Frau und kann lesen und schreiben. Katharina gehört zu einer kleinen Gruppe von Christen, die in Alexandria leben. Die Christen treffen sich jeden Sonntag. Dann beten sie, essen und feiern zusammen. Sie erzählen von Jesus, davon, dass er Kranke gesund gemacht hat und Blinde sehend. So hat Jesus die Liebe von Gott zu den Menschen gebracht. Katharina und ihre Freunde glauben an Gott und Jesus. Heute ist viel los in Alexandria. Alle laufen aufgeregt zum Hafen. Denn der Maxentius, der Kaiser, besucht die Stadt. Er herrscht über ein grosses Reich, zu dem auch Ägypten gehört. Heute kommt er mit einem wunderschönen Schiff aus Rom, um Alexandria zu besuchen. Die Bürger sind in den Hafen gekommen, um den Kaiser zu begrüßen. Der Maxentius kommt an Land. Er ist froh, dass er die lange Reise mit dem Schiff gut überstanden hat. «Wir wollen den Göttern danken», ruft er. «Alle sollen zum Tempel kommen und zu den Göttern von unserem Reich beten.» Katharina geht mit zum Tempel. Die meisten Menschen von der Stadt kennen Jesus nicht und auch nicht Gott. Für sie gibt es viele Götter. Sie haben einen Tempel gebaut und verbeugen sich vor den schönen Steinbildern. Sie bitten um Schutz für sich und das Land. Katharina bleibt am Rand. Sie glaubt nicht an die Götter, darum betet sie nicht zu ihnen. Der Maxentius sieht Katharina. Er lässt sie zu sich bringen. «Warum betest du nicht mit?», fragt er. Katharina hat keine Angst vor einem mächtigen Kaiser. «Ich glaube nicht an eure Götter», sagt sie. «Die sind doch nur aus Stein. Die hören nichts, die reden nicht. Ihr betet, aber sie antworten euch nicht. Ich glaube an einen Gott, der für alle Menschen und Völker durch Jesus zu uns geredet hat.» Der Maxentius wird zornig. «Wer ist denn der Gott und wer ist der Jesus?», die Katharina erzählt. «Jesus hat gesagt, dass er, der eine Gott, gut zu allen Menschen ist, so wie ein Vater gut ist zu seinen Kindern. Sie erzählt auch vom Tod von Jesus am Kreuz und vor allem, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Gott hat ihm neues Leben gegeben. Darum sagen wir, Jesus ist von den Toten auferstanden.» Der Maxentius lacht. «Von den Toten auferstanden? Wer soll denn das glauben?» Aber Katharina bleibt dabei. «Jesus lebt und Jesus ist ein lebendiger Gott, ist der Sohn von Gott. Eure Götter sind aus Stein, aber mein Gott lebt und er liebt Menschen.» Der Maxentius lacht wieder. «Wenn das so ist, dann soll doch die Gott uns eine Antwort geben. Dann soll er einen Stein zum Leben erwecken. Dass der Gott Jesus neues Leben geben kann, glaube ich dir erst, wenn du mir einen Stein bringst, der lebendig wird. 3 Tage hast du Zeit.» Dann schickt Maxentius Katharina weg. Katharina verlässt den Palast. Am ersten Tag ist sie ganz in Gedanken versunken. Was soll sie nur machen? Ein Stein zum Leben erwecken. Sie denkt nach. Sie nimmt Bücher und liest drin. Aber ihr kommt einfach nichts in den Sinn, was sie machen könnte. Am zweiten Tag läuft sie durch die Strassen der Stadt. Sie geht über einen Markt. Händler verkaufen schöne Steine. Sie funkeln und glitzern. Aber es sind Steine, sie sind tot. Wo sie weitergeht, kommt sie am Haus von einem alten Zauberer vorbei. Ob der ihr helfen kann?
ob er auch einen Trick kennt, einen Stein zum Leben zu erwecken. Aber der Zauberer kann ihr nicht helfen. Über das Leben, sagt er, hat er keine Macht. Am dritten Tag geht Katharina zu ihrem Freund Andreas. Er ist Fischer. Zusammen sitzen sie am Ufer und schauen übers Wasser. Der Andreas ist Christ wie sie. Gern würde er ihr helfen. Als sie so da sitzen und überlegen, sehen sie ein paar Enten am Rand vom Wasser. Da kommt dem Andreas eine Idee. Er steht auf und geht ein paar Schritte zum Gebüsch. Von dort kommt er mit einem grauen Entenei zurück. Das Ei dort liegt im Nest. Ich beobachte die Enten jeden Tag. Die Eier werden bald ausbrütet sein. Katharina versteht. Vorsichtig nimmt sie das Ei und geht ganz schnell zum Palast vom Kaiser, um es ihm noch vor Sonnenuntergang vom dritten Tag zu bringen. Der Maxentius ist erstaunt. Er hat gedacht, er hätte Katharina eine so eine schwierige Aufgabe gegeben, dass die sicher nicht zurückkommt. Katharina hebt ihm das Ei an, das aussieht wie ein Stein. Und, lacht der Maxentius, was ist mit dem Stein? Wird der tote Stein etwa lebendig werden? In dem Moment fährt das Küken von innen vorsichtig die Schale aufbrechen. Nach kurzer Zeit schlüpft aus dem Ei ein munteres Entenküken. Der Maxentius sein Gelächter verstummt und Katharina sagt, scheinbar tot und doch lebendig. Ein Zeichen für das, was Gott tut. Er gibt das Leben und macht lebendig. Er erweckt Jesus zu neuem Leben. Unser Gott ist stärker als der Tod. Und so ist es gekommen, dass das Ei zum Osterei wurde, zum Zeichen der Auferstehung von Jesus. Stärker als der Tod ist das Leben.